Oder die Entstehung der Arten schreiben, das kann man auch in Deutsch kaufen, ein ganzes Kapitel hat über Schwierigkeiten der Theorie. Das ist von vornherein kein Beweis. Erstmal für die Nicht-Existenz Gottes und zweitens ist es nur eine Theorie. Und gleich kommen wir zu den anderen vier Punkten über die Evolutionstheorien. Jetzt machen wir erstmal Adhan Inshallah, Jazakum Allah Khairan. So, jetzt bis wohin sind wir bisher gekommen? Erstmal der Atheismus. Und dann gibt es halt in dem Dauerkurs später, wenn wir dann die Fragen machen, ist erstmal, erste Frage bisher, wo wir gekommen sind, Unterschied zwischen Atheismus und Atheisten und Agnostikern, ja? So, das ist der erste und erste, die erste Frage. Dann die zweite Frage, durch wen wurde der Atheismus gefördert? Das ist dann nachher, wenn wir den Test machen. Wenn man diesen Kurs mitmacht, also diese ganzen Kurse machen vielleicht 16, 17 Sitzungen, dann hat man nachher richtig Profit davon gehabt. Ja? Durch wen gefördert? Dann dieses Beispiel mit den Beweisen. Wann ist etwas ein Beweis? Dann müsst ihr euch einfach den Vortrag nochmal angucken, das genau angucken. Wann ist etwas ein Beweis? Ist das Nichtvorhandensein von einer Sache ein Beweis, dass man diese Regel hat? Ja? Regel mit Nichtvorhandensein. Regel mit Nichtvorhandensein. So, dann viertens. Und jetzt kommen die Punkte, die sechs Punkte, die die Darwin-Theorie widerlegen. Ja, dass man da sechs Punkte aufzählen kann. Erste. In Bezug auf Atheismus haben wir eben den ersten Punkt genannt. Der erste Punkt war, dass selbst wenn der Darwinismus richtig wäre, wenn das richtig wäre, wäre das kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Weil es geht hier um die Widerlegung von Atheismus. Nichts anderes. Zweitens ist es immer noch eine Theorie und damit keine gesicherte wissenschaftliche Aussage. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Darwinismus geht davon aus, und das ist wichtig, weil ihr werdet das auch in der Schule haben, und ich sage euch eins, wenn ihr in der Schule diskutiert mit dem Lehrer und ihr habt einige Punkte drauf, da werden die ganz schön ins Wanken kommen in der Schule, glaub es mir. Erstmal, die darwinische Theorie geht davon aus, dass aus nicht belebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle infolge von unendlichen Kettenreaktionen ist dann im Endeffekt das größte Wunder der Schöpfung entstanden. Der Mensch. Das ist so die Theorie. Normalerweise müsste man sogar noch sagen, der weiße Mensch. Weil die darwinische Theorie ist eigentlich die Grundlage für den Rassismus in vielen Teilen der Gesellschaft. Ohne Quatsch. Das ist eigentlich die Grundlage. Auch Hitler, das war ein Sozialdarwinismus, nennt man das. Ja, das heißt, der weiße Mensch, der blonde Blauäugige, der ist sozusagen weiterentwickelt als der jüdische Mensch, ich meine von der Rasse, als der schwarze Mensch, der asiatische Mensch. Das heißt, die anderen, die sind noch näher zum Affen als der weiße, blonde, blauäugige Arier. Nicht, dass jetzt hier jemand sitzt, ist sauer auf mich. Ich rede das, was diese Leute sich gedacht haben. Diesen Schwachsinn. Versteht ihr? Deswegen, der Darwinismus ist in sich selber ein Förderungsmittel für den Rassismus. Diese tolle Theorie. Ja, das nur dazu. So, aus diesem einen Punkt wurde dann im Endeffekt der Mensch. Unendliche Kettenreaktion sozusagen. Ja, hier. Dann fangen wir mit der ersten Sache an. Erstens, dass die Arten, dass ein Lebewesen aus unbelebter, der erste Punkt reicht, jeder einzelne Punkt reicht eigentlich jetzt von diesen vier Punkten, um den Darwinismus ad absurdum zu führen. Ja? Der erste Punkt ist, dass man davon ausgeht, da gibt es ein Experiment von einem Stanley Miller, es war soweit, ich weiß, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, aber es spielt auch keine Rolle. Dieser Stanley Miller hat ein Experiment gemacht, womit er feststellen wollte, er hat also
so wie er annimmt, wie die Urmaterie auf der Welt war, alles unbelebt. Er hat dort Blitze veranstaltet und so weiter, hat gesagt, da ist dann eine lebendige Zelle entstanden. Deswegen sagen die, aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? Aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? So. Die moderne Wissenschaft sagt aber, zum Beispiel auch Pasteur, der sagt, dass diese Regel, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Deswegen schreibt euch diese Aussage auf. Was sagt Pasteur zu dieser Sache? Was sagt Pasteur dazu? Das könnt ihr dann nachher nochmal nachgucken. Die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt. Natürlich Gott, der allmächtig ist, der kann natürlich auch aus Holz dann einen Menschen erschaffen oder aus Glas, wenn er wollte. Er hat den Menschen aus Erde, aus unbelebter Materie erschaffen. Ja? So, das ist die erste Sache. Dann die zweite, das ist das, was Pasteur gesagt hat. Dann, warum hat Darwin diese Sache verfolgt? Weil Darwin noch auf mittelalterliche Fabeln zurückgegangen ist, wo man davon ausging, dass zum Beispiel aus Schlamm Frösche entstehen. Weil du findest auf einmal im Schlamm Frösche, dann geht er davon aus, aha, aus Schlamm entstehen Frösche. Das hat man im Mittelalter geglaubt. Da hat man geglaubt, wenn einen Lappen hinlegt mit Käse, dann entstehen daraus Mäuse, weil plötzlich dann an dem Lappen dann Mäuse dran waren. Oder dass aus einem Stück Fleisch, das man auf die Fensterbank gibt, Fliegen entstehen. Ja, ja klar, da sind auch Fliegen entstanden, weil da Fliegen drauf geflogen sind, wo du sie nicht gesehen hast, haben ihre Eier abgelegt, dann kamen nachher dann diese Maden raus und im Endeffekt sind dann Fliegen daraus entstanden. Das heißt, Darwin ist davon ausgegangen, dass hieraus, aus diesen Punkten, aus Fliegen und so weiter, aus Schlamm, Mäuse, Frösche entstehen und so weiter. Das ist zum ersten Punkt. Das heißt, der erste Punkt, und dann sagen die modernen Wissenschaftler, dass das Experiment von Stanley Miller keine wissenschaftliche Relevanz hat. Aber hier sind eigentlich zwei Probleme in der darwinischen Theorie. Erstens, wie ist aus unbelebter Materie Leben entstanden, kann keiner beantworten. Sie sagen aus einer unzähligen Zahl von Zufällen. Unzählige Zahl von Zufällen, okay. Hier haben wir jetzt den Tisch, da kann ich so oft mit der Flasche draufhauen, da kommt aber nicht aus dem Tisch auf einmal eine Maus raus. Verstehst du? Unzählig mal, wenn du vielleicht unzählige Mal drauf hast, vielleicht wird aus dem Tisch dann ein Tischler oder so. Ist Quatsch. Das tut völlig. Normalerweise, guck mal, diese Leute nehmen für sich Intelligenz in Anspruch und erzählen dir so einen Schwachsinn. Die zweite Problematik ist ja dann, wie ist aus dieser einen Zelle, die vor 3,8 Millionen Jahren auf der Erde entstanden sein soll, ist dann daraus der Mensch im Endeffekt entstanden? Das kann dir auch keiner nachvollziehen. Das ist also völliger Science-Fiction ist das. Völliger Science-Fiction, das wird dir hier in der Schule beigebracht. Aber wenn du sagst was dagegen, dann bist du stigmatisiert. Pierre Vogel ist gegen die darwinistische Theorie. Ja, was habt ihr denn gedacht? Ja, selbstverständlich bin ich dagegen. Bewiesenermaßen dagegen. Weil man muss die Nummer kennen, aber das wird dir so dargestellt. So war es. So war es gewesen. Am Anfang war es der kleine Affe, das kleine Tier, der wurde zum Känguru. Und dann auf einmal kam der kleine Affe raus, der ist rumgelaufen mit der Banane und so weiter und so fort. Und dann auf einmal kam so ein Mensch, der ist so gegangen. Und dann auf einmal kam Homo sapiens raus. Verstehst du, das ist doch total, wenn dir dann einer erzählt. Das ist doch Science Fiction hoch 10, oder? Und kein Beweis dafür. Ah doch, Entschuldigung, kommen wir gleich zu den Beweisen. Das heißt, hier am Anfang der Geschichte ist das Problem schon, wenn der Lehrer dir erzählt, ja, das haben die mir auch erzählt, aus unbelebter Materie ist die erste Zelle entstanden und dann durch diese lange Zeit, das sagen wir dem erstmal, aus unbelebter Materie entsteht kein Leben. Und mittlerweile hat die Wissenschaft bewiesen, dass dieses Experiment von Stanley Miller keinerlei Relevanz hat. Versteht ihr? So müsst ihr argumentieren. Zweite Sache ist, Pasteur sagt, dass die Vorstellung, ja, oder ich zitiere es, die Behauptung, dass Leben aus unbeliebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Versteht ihr? Stell dir vor, du bist bei deinem Lehrer in der Schule und du bringst ihm so ein Zitat von Pasteur. Punkt. Dann die nächste Sache.
sind die evolutionären Mechanismen. Dann reden die vor allen Dingen von zwei. Erstens Selektion, natürliche Selektion und zweitens von Mutation. Das heißt, die sind immer wieder von Höpschen nach Döpschen gesprungen. Wenn die in der einen Sache keine Regel gefunden haben, sind die zur anderen. Ja? Dann haben die gesagt, ja, Selektion. Das heißt, durch natürliche Gegebenheiten haben diese Tiere sich angepasst und diese erworbenen Fähigkeiten laut Lamarck haben sich dann weiter vererbt. Zum Beispiel die Antilope, plötzlich sind die Bäume höher gewachsen. Da war die Antilope, hat ihren Hals gestreckt. Dann ist sie zur Giraffe geworden. Im Endeffekt. Und dadurch, dann haben die aber gesagt, ja, kann nicht sein, weil wir haben festgestellt durch Gregor Mendel, ja, dass also erworbene Fähigkeiten sich nicht weiter vererben. Weil dein Vater lesen gelernt hat, heißt es nicht, dass du auf die Welt kommst und kannst plötzlich lesen. Du kannst es auch erwerben. Aber heißt nicht, dass du so auf die Welt kommst. Die Giraffe kommt dann mit dem langen Hals auf die Welt. Ja? So. Das heißt, dann sind sie zum nächsten Schritt übergegangen, Mutation. Die haben gesagt, durch Mutation, ja, hat sich eine andere Art entwickelt und die war dann besser abgestimmt auf die Natur, die sich zum Beispiel durch ein plötzliches Ereignis verändert hat. Zum Beispiel, es kam eine Dürre oder eine Eiszeit und plötzlich waren dort Tiere, die eine Mutation hatten und die konnten sich dann weiterentwickeln, haben sich dann weiterentwickelt. So. Da sagen wir erstmal zu, geben wir ein Beispiel. Reptilien. Man sagt praktisch, dass du als Mensch ursprünglich ein Reptil warst. Ein Krokodil zum Beispiel. Crocodile Dundee kennt ihr ja alle. So, die Sache ist, da fragen wir einfach mal, warum gibt es heute kein Krokodil? Warum gibt es die Dinosaurier nicht, warum die Krokodile gibt es immer noch? Warum haben sich die Krokodile nicht weiterentwickelt? Warum haben wir keine fliegenden Krokodile? Oder irgend sowas. Warum heute sind die auf einmal vom Aussterben bedroht? Warum sehen wir keine Mutation, dass auf einmal das Krokodil auf zwei Beinen läuft und wie ein Mensch reden kann? Seit Jahrtausenden von Jahren, seit Millionen oder was weiß ich, seit Hunderttausenden von Jahren verändert sich das Krokodil kein bisschen. Und das ist immer noch genauso, wie es früher gewesen ist. Warum hat sich das nicht verbessert, das Krokodil? Ist immer noch dasselbe Krokodil. Kann nicht reden, kann nicht fliegen. Oder habt ihr schon ein Krokodil gesehen, was fliegen kann? Vielleicht so ein Zeichentrickfilm oder sowas. Jedenfalls ist immer noch so wie vorher. Ja? Und dann die Mutation, zu behaupten, durch eine Mutation ist ein besseres Wesen entstanden, eine bessere Art. Ja? Wir reden nicht von einer Rasse. Versteht ihr? Wir reden nicht von einer Rasse, weil es gibt einen Unterschied zwischen Art und Rasse. Zum Beispiel, es gibt die weiße Rasse in dem Sinne. Das heißt zum Beispiel blond, blauäugig und so weiter. Und es gibt zum Beispiel afrikanische Rasse, zum Beispiel jemand, der schwarz ist. Ist dieselbe Rasse, ist aber derselbe Mensch. Die können sich untereinander paaren. Das heißt, ein weißer, ein blonder kann eine schwarze Frau heiraten oder andersherum. Ja, gibt es überall. So, aber wenn jetzt zum Beispiel der Affe, ja, mit einem Menschen heiraten würde, ich bringe nur das Beispiel, Leute, damit wir das verstehen. Da kommt nichts bei raus. Das sehen wir im Tierreich. Ein Esel und ein Pferd, was kommt dabei raus? Ein Maultier, das sich nicht weiterentwickeln kann. Das heißt, wenn die davon ausgehen, guck mal, weil oft kommen die Leute dann mit der darwinischen Theorie und sagen, ja hör mal, wenn der Mensch aus Adam und Eva entstanden ist, wie sind denn daraus die ganzen Kinder gekommen? Hä? Wie geht das denn? Verstehst du? So ganz schlau. Dann sagst du zu ihm, pass mal auf, Kollege. Du gehst davon aus, dass es wegen einer langen Zeit und unendlich viele Zufälle ist auf einmal durch eine Mutation plötzlich das Erbgut, das DNA und so weiter, hat sich so verändert, dass aus dem Menschen ein Affe wurde. Nee, dass aus dem Affen ein Mensch wurde. Ja, manche haben ja das Gefühl, dass die Evolution eventuell andersrum verlaufen könnte. Weil man manche Menschen das Gefühl hat, die sind zum Affen geworden. Aber okay. Okay, hier der Punkt. Irgendwo hier ist die Linie, wo dann durch so viele Zufälle dieser Mensch, dieser Affe, durch Mutation eine andere Art wird. Hier ist die Grenze. Jetzt wird er hier zum Affen.
So, jetzt muss er ja davon ausgehen, dass zur selben Zeit 100 oder 1000 andere Affen plötzlich auch zu Menschen geworden sind.